präsentiert von Open Learnware, die Plattform für Lernmaterialien an der TU Darmstadt. So, hallo allerseits. Diese Folie ist nicht die letzte, bei der wir letztes Mal gestoppt haben, sondern ein paar Folien früher. Es ist auch ein Thema, das wir eigentlich schon abgeschlossen haben. Ich muss nur noch einen kleinen Nachtrag dazu machen. Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte Einsbäume eingeführt und ich hatte gesagt, ein Einsbaum ist im Prinzip ein Baum mit einer zusätzlichen Kante oder andersrum formuliert, ein Zykel mit baumartigen Strukturen noch dran. Ja, das ist äquivalent zu sagen, ein Zykel mit zykelfreien Strukturen noch dran gehängt, alles zusammenhängt, oder umgekehrt zu sagen, ein Baum, wo man einen Zykel schließt, indem man noch eine weitere Kante zusätzlich hinzufügt. So, was ich aber dabei übersehen hatte, was jetzt in dem wichtig ist, wo wir stehen geblieben sind, ist, dass hier auf dieser Folie Einsbäume etwas restriktiver definiert worden sind. Wir betrachten die Knoten nicht als austauschbar, sondern wir betrachten insbesondere den Knoten V1, ist egal welcher, Hauptsache festgehalten. Und Sie sehen hier, wie hier Einsbaum definiert wurde, nämlich zwei Kanten sind adjazent zu V1 und auf dem Rest des Graphen, auf dem Rest der Knoten, gibt es einen spannenden Baum. Das ist vollkommen äquivalent, außer dass hier noch zusätzlich gefordert ist, dass der Knoten V1 auf diesem Zykel ist. Also ein Einsbaum, der den Knoten V1 auf seinem Zykel hat, ist gerade ein Einsbaum im Sinne dieser Folie. Wenn Sie sich den V1 wegdenken und sich nur noch den Rest betrachten, diese anderen Knoten hier alle, dann sehen Sie, das ist ein spannender Baum auf denen. Also dieselbe Definition, nur etwas restriktiver eingeführt, weil wir jetzt beim dem Thema, bei dem wir stehen geblieben sind, weil es dort uns die Arbeit, das Leben deutlich erleichtert. So, wo waren wir stehen geblieben? Nicht weit weg von dem Thema, bei Lagrange-Relaxation. Worum geht es dabei? Die Idee ist, also zunächst mal nochmal als Hintergrund, worum geht es überhaupt? Es geht darum, untere Schranken zu finden für Minimierungsprobleme. Sie haben eine Instanz eines Minimierungsproblems. Sie wollen versuchen, eine möglichst präzise untere Schranke für den Optimalwert dieser Instanz des Minimierungsproblems zu finden. Aber das natürlich möglichst schnell. Das ist der Sinn der Sache bei Branch and Bound, schnell gute untere Schranken zu finden. Und die Grundidee ist, auf der einen Seite haben wir gesehen, die Zielfunktion, wenn die Zielfunktion komplex ist, komplexer als hier, hier ist sie sehr einfach, es ist einfach eine lineare Zielfunktion, Summe der gewichteten Variablenwerte. Aber wenn in Situationen, in denen die Zielfunktion komplexer ist, in denen die Zielfunktion der Punkt ist, der uns das Leben schwer macht bei der Lösung des Problems, dass wir dann die Zielfunktion ersetzen durch eine einfachere Zielfunktion, deren Wert niemals größer ist als der Wert der eigentlichen Zielfunktion. Das gibt uns dann natürlich eine untere Schranke, wenn wir das mit dieser neuen Zielfunktion lösen. Oder, was häufiger der Fall ist und was wir hier auch intensiver betrachtet haben und noch intensiver betrachtet werden, dass wir eine untere Schranke dadurch generieren, dass wir Bedingungen, die uns das Leben schwer machen, dass wir die fallen lassen. Ja, wir hatten zum Beispiel beim Einsbaumrelaxation, hatten wir die Bedingung fallen gelassen, dass dieser Zykel alle Knoten des Graphen enthält, sondern wir lassen zu, Zykel plus baumartige Strukturen muss alle Knoten des Graphen aufspannen. Das ist eine Relaxation dieser scharfen Bedingung ersetzt durch eine schwächere Bedingung oder sogar ganz fallen lassen. Sie erinnern sich, diesen Fall haben wir auch betrachtet. Die Bedingung, dass der Zykel alle Knoten umfasst, hatten wir fallen lassen, um den Preis, dass solche Subzykel dann möglich sind, solche Strukturen, die aus mehreren einzelnen, separaten Zyklen bestehen. Ja, das ist immer wieder die Grundidee. Mehr hat man bisher nicht entdeckt, aber das reicht auch, damit
Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es Tausende von Publikationen gibt, die auf dieser Grundidee basieren, für die verschiedensten Problemstellungen, für die verschiedensten algorithmischen Ansätze. So, Lagrange, der Name sagt schon, dass das eine sehr klassische Vorgehensweise ist. Finden Sie auch, wenn Sie sich in Mathematik, in Optimierung weiter vertiefen, dann wird, falls Sie das machen, wird Lagrange dort auch eine große Rolle spielen. Auch im Zusammenhang mit ganz anderen Anwendungsgebieten, wie beispielsweise, also mit Numerik, mit Anwendungsgebieten der Numerik. So, was ist die Idee? Die Idee ist, wir lassen die Bedingungen zwar fallen, in diesem Fall, also insbesondere reden wir bei Lagrange-Relaxation von linearen Bedingungen, die wir immer als eine Matrix zusammenfassen. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir von Gleichungen reden. Wir müssen nicht unbedingt von Ungleichungen reden. Gleichungen können wir durch Einführung von neuen Variablen zu Gleichungen machen. Ungleichungen zu Gleichungen. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum das geht. Wenn Sie a1 x1 plus bis an xn kleiner gleich b haben, dann können Sie das zu einer Gleichung machen, indem Sie eine neue Variable einführen, a1x1 plus anxn plus s kleiner gleich b. Diese Variablen kürzt man typischerweise mit s ab, weil sie im Englischen Slack-Variable heißt und im Deutschen Schlupf. Ich weiß nicht ganz genau, was sich im Deutschen hinter dem Wort Schlupf dabei verbirgt, aber ich kann mich an eine mündliche Prüfung, genau gesagt an zwei mündlichen Prüfungen erinnern, mit zwei Studierenden noch damals, als ich in Bonn war, als es um den Satz über den komplementären Schlupf ging. Die beiden waren jetzt Fremdsprachler, sollte ich dazu sagen. Und die beiden haben in der mündlichen Prüfung jeder nacheinander immer permanent vom komplementären Schlumpf gesprochen. Und der Beisitzer und ich, wir mussten uns die ganze Zeit das Lachen verhalten, weil das ja keine gute Situation ist, wenn Prüfer und Beisitzer plötzlich anfangen, über das, was der Prüfling da sagt, zu lachen, auch wenn es etwas ist, was mit dem Prüfungsstoff eigentlich nichts zu tun hat. So. Wir lassen sie nicht ersatzlos fallen, sondern wir bestrafen die Abweichung, indem wir sie in die Zielfunktion reinsetzen mit sogenannten Lagrangeschen Multiplikatoren. Das heißt, jeder einzelne, wir hatten das letztes Mal schon mal aufgedröselt, für jede einzelne Bedingung in der ursprünglichen Menge der Bedingungen hier im ursprünglichen linearen Gleichungssystem haben Sie hier einen Summanden drin, der einen der Multiplikatoren multipliziert mit der Differenz von einer dieser Zeilen im linearen Gleichungssystem. So, und Sie bekommen, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen, egal welche Multiplikatorenwerte Sie hier einsetzen, das, was Sie herausbekommen, bei diesem Optimierungsproblem, wo die Nebenbedingungen eben nicht mehr so ärgerlich dastehen, wo sie die übergeführt haben in eine letztendlich immer noch genauso einfach strukturierte Zielfunktion wie vorher. Das ist entscheidend wichtig, dass die Struktur der Zielfunktion sich nicht jetzt stattdessen verschlechtert, verkompliziert hat. Denn wenn Sie sich das mal in Gedanken alles vorstellen, letztendlich, wenn Sie das mal auseinanderdröseln, zusammenfassen, alle Terme mit x zusammenfassen und alle Terme ohne x zusammenfassen, dann ist das nichts anderes wieder als eine Funktion, als eine Linearfunktion von dieser Struktur minus einem konstanten Term, den können Sie aber rausschmeißen. Bitte, Frage? Ach so, Entschuldigung, ja, Sie haben voll und ganz recht. Hier sollte ein Gleich stehen. Genau, das war ja der Sinn der Sache. Vielen Dank. So, vielleicht noch mal ganz kurz, das, was da steht, ist dann nichts anderes als C transponiert plus Lambda transponiert A, was wir minimieren wollen, mal X minus Lambda transponiert B.
Und wenn Sie sich anschauen, dieser Term hängt nicht von x ab, der ist für alle x-Werte, die Sie finden können, derselbe. Das heißt, den können wir einfach streichen, ersatzlos. Und dann sehen Sie, die Struktur der Zielfunktion hat sich nicht verschlechtert. Es haben sich nur die Vorfaktoren für x geändert. Dafür sind Sie aber diese Nebenbedingungen losgeworden. So, das hatten wir alle schon besprochen, brauchen wir nicht nochmal rüber zu gehen. Hier waren wir jetzt stehen geblieben und hier ist es jetzt nochmal wichtig, dass wir den 1-Baum exakt so, diesen Begriff so verwenden, wie auf dieser Folie definiert wurde, was ich eingangs nochmal erläutert hatte. So, Sie erinnern sich, wir sind diese Folie auch schon mal durchgegangen. Das ist eine Formulierung des TSP als ganzheitlich-lineares Optimierungsproblem. Gibt Ihnen einen Eindruck zu dem, womit wir uns ausgiebig im nächsten Semester wieder in der algorithmischen Modellierung befassen, nämlich Modellierung von Problemstellungen in formalen Sprachen, die dafür gedacht sind, aber auch in anderen Problemstellungen wie hier, ganzheitlich-lineares Optimierungsproblem. In gewisser Weise kann man sagen, ILP ist eine Sprache und das ist der Ausdruck, mit dem wir das TSP in der Sprache ILP modellieren. Mathematik ist immer ja auch eine Sprache. Es ist nicht nur ein Lösungstool, es ist nicht nur Rechnen oder Ähnliches, es ist nicht nur Beweisen, es ist immer auch eine Möglichkeit, um bestimmte Sachverhalte präzise und unzweideutig ausdrücken zu können. Und wenn wir es schaffen, eine Sache in einem bestimmten Form auszudrücken, in einer bestimmten eingeschränkten vorgegebenen Form, so wie hier durch die Sprache ILP, dann hat es noch den zusätzlichen Vorteil, dass wir dann Löser für die diese eingeschränkte Sprache verstehen und damit und mit Problemstellungen, die in dieser Sprache formuliert werden können, umgehen können, dass wir die darauf anwenden können. So, Sie erinnern sich, was die Bedeutung war. Hier dieser erste Satz von Bedingungen sagt letztendlich, dass wir keine zwei dass wir diese Situation nicht haben können. Die hier. Ja, denn eine der Mengen S in diesem Satz von Bedingungen ist die hier. Und hier ist S-Komplement. Und die Bedingung sagt, dass es mindestens eine Kante, nein, die Bedingung sagt umgekehrt, dass innerhalb von S nicht so viele Kanten enthalten sein dürfen, wie Knoten drin sind. Und das ist genau bei so einer Subtour verletzt. Denn auf einer solchen Subtour, drei Knoten, drei Kanten, das ist für dieses S hier, ist es durch die entsprechende Bedingung im ersten Satz von Bedingungen ausgeschlossen. Zweite Bedingung sagt, ja, das irgendwie sowas wie eine Rundtour, jeder Knoten ist mit genau zwei Kanten in der Rundtour inzident. Dritte Bedingung sagt, es sollen insgesamt n Kanten in dieser Rundtour sein. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, diese Bedingung 3 ist redundant. Ich glaube nicht, dass man sie wirklich braucht. Sie ist meines Erachtens schon durch diese Bedingung hier erzwungen, durch die Bedingung, den Satz von Bedingungen arabisch 2. Und am Ende sagen wir noch, die x-Werte sollen alle 0, 1 sein. 1 bedeutet, die Kante ist in der Rundtour drin, 0 bedeutet, sie ist nicht drin. So, jetzt machen wir hier drauf Lagrange-Relaxation und was wir sagen ist, wir nehmen diese Bedingung 2 her, die sagt jeder Knoten muss mit genau zwei Kanten in der Tour inzident sein. Das ersetzen wir dadurch. Also erstmal teilen wir das auf. 5 und 6 sind nichts anderes als eine Aufteilung. Arabisch 2 hier ist eine Menge von Bedingungen, nämlich für jeden Knoten eine Bedingung. Und wir haben jetzt den Knoten 1 ausgesiedelt in die Bedingung Arabisch 6. Und alle anderen Knoten sind noch in der Bedingung Arabisch 5 drin. Und Arabisch 5
streichen wir raus. Das ist die Bedingung, die wir rausschmeißen, die wir fallen lassen, um sie dann in die Zielfunktion mit Lagrange-Multiplikatoren aufzunehmen. Und wenn wir das haben, dann sind wir genau wieder bei der Situation von einem 1-Baum, mit dem wir heute gestartet sind. Sie haben die, wir sind jetzt hier wieder bei dem mittleren Bild, Sie haben für den Knoten mit der Nummer 1 die Bedingung, dass genau zwei Kanten inzident sind. Arabisch 6 ist ja weiterhin Teil der Bedingungsmenge. Und für die anderen Knoten ansonsten, was haben Sie da noch für Bedingungen? Diese Bedingung, dass genau zwei Kanten inzident ist, ist fallen gelassen worden für jeden anderen Knoten. Was haben Sie noch für Bedingungen? Sie haben weiterhin die Bedingung, dass das Ganze hier zusammenhängend ist. Ah, an dieser Stelle wird es jetzt plötzlich nicht mehr redundant. Das ist der Punkt hier. In dieser Formulierung, auf dieser Folie, ist meines Erachtens die Bedingung 3 redundant. Aber in dem Moment, wenn wir jetzt 2 für alle Knoten bis auf den ersten Knoten rausschmeißen, ist diese Bedingung nicht mehr redundant, sondern die wird jetzt wichtig, dafür zu sorgen, dass tatsächlich, so wie sich das für einen 1-Baum gehört, hier die Anzahl der Kanten, ja, Sie wissen, bei einem spannenden Baum ist die Anzahl der Kanten 1 weniger als die Anzahl der Knoten. Und wenn Sie eben ein Zügel drin haben, das heißt eine Kante zusätzlich zum spannenden Baum, ist bald beides identisch miteinander. So, das heißt also, wenn wir diese Bedingung fallen lassen, dann sind wir genau bei der Situation, wie wir vorher auch waren, nämlich, dass wir einen 1-Baum als untere Schranke haben wollen. Vielleicht, ich habe noch einen Punkt vergessen, gehen wir nochmal hier zurück. Ich habe diesen Spiegelstrich hier vergessen, nämlich es ist, wenn wir wirklich uns nur die 1-Bäume hernehmen, bei denen V1 auf dem Zykel drauf ist, dann ist es sehr einfach, einen optimalen 1-Baum zu berechnen. Sie berechnen einen optimalen spannenden Baum auf allen anderen Knoten. Wie das geht, wissen Sie aus der GDI 2. Und dann gucken Sie die beiden billigsten Kanten, die V1 mit Knoten hier mit anderen Knoten verbinden. Und dann haben Sie Ihren optimalen 1-Baum. So, der entscheidende Unterschied ist jetzt der, dass wir jetzt allgemeiner geworden sind. Wir hatten zunächst einmal nur gesagt, wir relaxieren das TSP, die Bedingung, dass alle auf einem Zykel drauf sind, alle Knoten auf einem Zykel, relaxieren wir dahingehend, dass wir ein Gebilde fordern wollen, das zusammenhängend ist, einen Zykel enthält und genau einen Zykel enthält. Und hoffen dann für das Beste, dass wir damit eine gute Lösung kriegen. Hier sind wir aber einen Schritt weiter gegangen. Wir nehmen das wieder in die Zielfunktion auf mit Lagrange Multiplikatoren. Welche Multiplikatoren das sind, ist erstmal völlig beliebig. Und wir, hier nehmen wir es genau nach dieser Logik auf und haben eine andere Zielfunktion. Nämlich mit modifizierten Kostenwerten, das sind nicht mehr die Kostenwerte in dem ersten Ansatz mit 1-Bäumen, sondern plus diese Werte. Was haben wir dadurch gewonnen? Wir haben mehr Flexibilität in der Optimierung gewonnen, denn diese Lagrangeschen Multiplikatoren sind so etwas wie Steuerungswerte. Sie ändern sich. Wir haben jetzt das Problem umgekehrt. Wir haben das Problem auf etwas anderes reduziert, nämlich die Lagrange'schen Multiplikatoren so zu bestimmen, dass hier eine möglichst gute Schranke rauskommt. Und jetzt können wir rumspielen. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, ich übertreibe mal, hier ist ein Knoten mit einem großen Grad. Es macht Sinn, dann den Lagrange'schen Multiplikator für diesen Knoten, also Sie sehen ja, Sie haben ja einen Multiplikator letztendlich für jeden Knoten, außer dem ersten Knoten. Es macht Sinn, den Lagrange'schen Multiplikator hierfür besonders hoch zu setzen. So, dass also
hier eine große Bestrafung vorliegt. Oder das ist jetzt erstmal eine heuristische Aussage, vielleicht stimmt sie auch nicht. Das ist erst einmal eine Überlegung, wie sie sein könnte. Ein Knoten, der weit weg ist von dem ganzen Zykel, vielleicht ist das sogar die bessere heuristische Herangehensweise. Da macht es Sinn, vielleicht das zu fordern, dass Grad 2 da ist, hier bei solchen weit entfernten Blättern, um etwas mehr dahin zu kommen, um diesen Zyklus möglichst groß zu machen. Also letztendlich, heuristisch gesprochen, worauf das hinausläuft, ist, wir wollen die Lagrangeschen Multiplikatoren so bestimmen, dass möglichst viel Zykel in der Lösung ist. Mit der Zielsetzung, möglichst mit der unteren Schranke, die hierdurch berechnet wird, der optimale Wert ist ja immer eine untere Schranke, egal wie die Multiplikatoren gesetzt sind. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Möglichst diese untere Schranke möglichst nah an diese Größe ranzusetzen, an den tatsächlichen Wert ranzubekommen, an den tatsächlichen Optimalwert einer Rundtour. Wenn Sie sich das vielleicht hier nochmal vorstellen, ich wische das mal richtig weg. Wenn das etwas exzentrischer ist, wenn das weit weg voneinander entfernt ist, sei es, das haben Sie ja nicht. Sie haben vielleicht als Optimallösung, wenn das weit voneinander entfernt ist, könnte es zum Beispiel so aussehen. Das ist natürlich noch keine so gute untere Schranke, weil Ihnen hier, wenn Sie sich vorstellen, dass die beiden Teile sind 1 Million Kilometer auseinander, weil Ihnen dann noch hier die Kante fehlt. Dass Sie nochmal 1 Million Kilometer obendrauf addieren müssen. Also macht es Sinn, die Lagrangeschen Multiplikatoren so zu definieren, dass nach Möglichkeit dann in einer Optimallösung diese Kante mit ins Spiel kommt. Das sind nur heuristische Überlegungen. Die Algorithmen, mit denen man das optimiert, sind dann wesentlich abstrakter. Die versuchen wirklich dann, man guckt sich wirklich an, wir starten, das ist wirklich lokale Suche, wie wir sie ganz am Anfang kennengelernt haben, so als Grundprinzip, wir starten mit einem Satz von Lagrangeschen Multiplikatoren und gucken uns an, in welche Richtung müssten wir die Lagrangeschen Multiplikatoren ein kleines Stück weit ändern, sodass wir zu einer Verbesserung der unteren Schranke kommen, also zu einer Verschärfung, zu einer Vergrößerung der unteren Schranke. Schritt für Schritt immer weiter. Und das Schöne an der Sache ist, dass man, wenn man irgendwann der Meinung ist, dass einem das viel zu viel Zeit kostet, nur um so eine untere Schranke an irgendeinem Knoten im Branchen Bound-Baum zu berechnen, dann kann man auch jederzeit abbrechen und sagen, das ist eben die untere Schranke, mit der wir zufrieden sind. Hintergrund ist die Erfahrung, ja, wenn Sie doppelt so viel Laufzeit reingeben, kriegen Sie kein doppelt so gutes Ergebnis hin, sondern Sie kriegen schon eine Hälfte der Laufzeit schon 90% gutes Ergebnis hin. Und wenn Sie die Laufzeit verdoppeln, kriegen Sie vielleicht 95% gutes Ergebnis hin. Ja, das ist eine allgemeine Erfahrung bei allem, was Sie machen, auch bei dem, was Sie im täglichen Leben machen. Sei es zum Beispiel Optimierungsproblem, Vorbereitung auf Prüfungen. Ja, ich will Sie nicht davon abhalten, viel Energie und Zeit zu investieren in Prüfungen, aber Sie kennen das ja selber, mit doppelt so viel Zeit kriegt man nicht doppelt so gutes Ergebnis raus. So, damit sind wir eigentlich mit Lagrangeschen Multiplikatoren fertig. Wie gesagt, allein zu diesem Thema Lagrangeschen Multiplikatoren gibt es mit Sicherheit tausende von wissenschaftlichen Arbeiten aus den verschiedensten Bereichen, verschiedensten Anwendungsgebieten. Aber wir wollen hier überall, ich will sie nur überall einführen. Das ist keine Vertiefungsveranstaltung zu bestimmten Methodiken, sondern ich will Ihnen mehr überblicksartig möglichst viele verschiedene Ideen und Ansätze und Umsetzungsideen hier vermitteln. Deshalb lassen wir das Thema hier stehen. So, jetzt haben wir ein paar Beispiele gesehen.
Machen wir uns aber nochmal Folgendes klar, was jetzt ein bisschen verloren gegangen ist, nämlich, dass Sie, wenn wir irgendwo im Entscheidungsbaum drin sind, gehen wir nochmal ganz zurück. Sie erinnern sich, Branch and Bound, Baum, Entscheidungsbaum. So. Und eine typische Art und Weise, nach links und rechts runterzugehen, ist, dass Sie sagen, beispielsweise Variable 1 hat den Wert 0, Variable 1 hat den Wert 1. Typisch, nicht notwendig so, aber typisch. Variable 2 hat den Wert 0, hat den Wert 1, hat den Wert 0, hat den Wert 1. Sodass also diese vier Ausgänge, wenn ich das da nochmal reinzoome, dann steht hier, dann haben wir hier den Lösungsraum, die Menge aller Lösungen implizit repräsentiert, für die noch zusätzlich zu den Bedingungen der Problemstellung. Hier steht x1 gleich 0, x2 gleich 0, hier steht x1 gleich 0, x2 gleich 1, hier steht x, was ist das jetzt? x1 gleich 1 zweimal. Und hier steht x2 gleich 0, x2 gleich 1. Und wenn Sie beispielsweise wieder ans TSP denken, dann ist das an so einem Knoten kein TSP mehr, sondern gesucht ist eine optimale Rundtour unter der zusätzlichen Bedingung, dass die Kante 1 und die Kante 2 drin ist. Oder hier, dass die Kante 1 drin ist, aber die Kante 2 nicht drin ist. Das heißt, Sie haben nicht mehr dieses ursprüngliche TSP. Und haben damit das Problem, wenn Sie jetzt hier in diesem Knoten, an so einem Knoten, jetzt untere Schranken berechnen wollen, hilft Ihnen eine Relaxierung des TSP alleine überhaupt nichts. Was Sie brauchen, ist eine Relaxierung der Problemstellung TSP unter Bedingung, dass bestimmte Kanten drin sind oder bestimmte Kanten nicht drin sind. Das ist die Problemstellung hier an dieser Stelle, dass diese beiden Kanten drin sind oder diese Kante ist drin, diese Kante ist nicht drin. Diese Problemstellung, TSP mit solchen Zusatzbedingungen als zusätzlicher Input, diese Problemstellung müssen Sie relaxieren und nicht das ursprüngliche TSP. Das haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen, aber nehmen wir am Beispiel wieder Einsbäume her, bei der Einsbaumrelaxation. Optimalen Einsbaum zu finden ist, Sie kennen beispielsweise den Algorithmus von Kruskal für minimal spannende Bäume. Wenn Sie sich daran erinnern, können Sie sich vielleicht, ohne dass ich jetzt allzu viel darüber sagen muss, vorstellen, dass Kruskal auch mit solchen Bedingungen funktioniert. Ja, dass Sie sagen, dass Sie ein paar Kanten von vornherein als gar nicht in dieser sortierten Liste drin haben, sondern von vornherein als gesetzt annehmen und alle anderen und bestimmte Kanten aus dem Graphen rausschmeißen. Das ist ja das geringste Problem. Mit Kanten, die gar nicht im Graphen drin sind, kann Kruskal natürlich sehr gut umgehen. Also sie existieren einfach nicht. Und alle anderen Kanten, für die noch Wahlfreiheit besteht, die werden, wie Sie das kennen, sortiert und dann in sortierter Reihenfolge durchgegangen nach demselben Schema. Wenn die Kante einen Zyklus schließt, wird sie nicht reingenommen. Wenn die Kante keinen Zyklus schließt, wird sie reingenommen. Das Endergebnis, ich sage Ihnen das einfach, das können Sie mir glauben oder können das auch selber nachprüfen durch Literaturrecherche oder durch mich fragen. Das Endergebnis, Sie können den Beweis für die Korrektheit von Kruskal sofort übertragen auf diesen Fall und können damit beweisen, was rauskommt, ist ein minimal spannender Baum unter der Bedingung, dass die und die Kanten drin sind und die Kanten nicht drin sind. Genauso Prim.
Prim, nee, Prim wird da ein bisschen schwieriger. Also vergesst, weil Prim ist ja die Idee, Sie fangen mit einem Knoten an und in jeder Iteration nehmen Sie einen Knoten und eine Kante hinzu und lassen da von einem Samenkorn sozusagen, lassen Sie schrittweise den Graphen wachsen, indem Sie immer, wie gesagt, einen Knoten und eine Kante hinzunehmen. Ich denke, man kann auch Prim entsprechend umändern, aber es ist ein bisschen komische Logik, weil es gibt ja schon dann ein paar Kanten anderswo drin. Es passt nicht zur Logik von Prim, dass irgendwo anders, weit weg von dem bisher erreichten Gesichtsfeld, da schon Kanten sind, die unbedingt reingehören. Also mit Kruskal funktioniert es auf alle Fälle. Ein Beispiel für das, was hier auf dieser Folie steht, dass man immer schauen muss, und aber dass es auch eigentlich meist gute Möglichkeiten gibt, so wie hier beim TSP, wenn wir das TSP relaxieren, Bedingungen, also eine Relaxierung zu formulieren, bei der Ein- und Ausschlüsse von einzelnen Features tatsächlich schon tatsächlich auch möglich sind, mitzuoptimieren. So, besonders gut funktioniert das bei ILPs, weil die Bedingungen, wie die wir hier haben, dass eine Kante nicht drin ist, also der x-Wert gleich 0 ist, oder dass eine Kante drin ist, der x-Wert also gleich 1 ist, das sind lineare Nebenbedingungen, ist kein Problem. Es war vorher, wenn es vorher ein ILP war, ist es hinterher auch ein ILP, zusätzlich zu diesen Bedingungen. So. Wenn wir eine Problemstellung als ILP formuliert haben, dann ist das wird es sehr, sehr häufig, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis, dann so gehandhabt, dass diese unteren Schranken, die wir berechnen wollen, durch LP-Relaxation berechnet werden. Was ist LP-Relaxation nochmal? Sie lassen die Bedingung fallen, dass die Variablen ganzzahlig sind. Das bedeutet ganz konkret bei so einem Beispiel wie hier, bei so einem featurebasierten Beispiel wie etwa einem TSP, Sie haben hier im ursprünglichen Problemstellung die Bedingung, dass jeder Kantenwert x 0 oder 1 ist. Also, Sie haben ursprünglich die Bedingung, x von einer Kante ist 0 oder 1. Das ersetzen Sie durch die Bedingung, xe ist aus dem Intervall, aus dem abgeschlossenen Intervall 0 oder 1. Das heißt, darf eine beliebige reelle Zahl sein. Also natürlich läuft natürlich letztendlich darauf hinaus, darf eine beliebige Maschinenzahl sein, im Format Double oder was auch immer. So, warum macht man das? Erstens mal, weil es sehr schnelle Löser dafür gibt. Sie erinnern sich, was ich dazu gesagt habe, wie man sich das vorstellen kann. Den Lösungsraum eines linearen Optimierungsproblems kann man sich im Dreidimensionalen so halbwegs noch vorstellen. Das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, das ich dann immer zeichne. Ich muss es halt ein bisschen exzentrischer zeichnen. So. So. Und hinten gibt es da auch dann auch wieder einen Punkt, wo die alle zusammenführen. Sowas, also das ist jetzt ein Oktaeder, wo ich jetzt noch diese Facette zusätzlich abgeschnitten habe. Das soll es jedenfalls sein. Und ich hatte Ihnen kurz skizziert, wie der Lösungsalgorithmus vorgeht. Das ist im Prinzip lokale Suche. Wenn das die Richtung beispielsweise zum Optimum hin ist, je weiter wir in die Richtung gehen, umso besser sind die Lösungen. So können Sie sich das immer bei linearen Zielfunktionen ja vorstellen. Das kennen Sie aus der linearen Algebra. Dann fangen wir irgendwo zufällig mit irgendeiner Ecke an und wandern irgendwie zufällig immer in Richtung Optimum und kommen am Ende bei der optimalen Ecke an. Theoretisch ist die Laufzeit dieses Algorithmus, die Worst-Case-Laufzeit, katastrophal, exponentiell. Praktisch muss man sagen, die Erfahrungswert ist typische, die Anzahl der also es können exponentiell viele von solchen Ecken durchlaufen werden, schlimmstenfalls. Man kann auch Beispiele produzieren, wo das der Fall ist. Aber praktisch läuft es darauf hinaus,
Das ist typischerweise eine sehr kleine Anzahl von Ecken, die in diesem Polytop, die man durchlaufen muss, bis man zur optimalen Ecke gekommen ist. Das ist der eine Grund, warum man gerne LP-Relaxierungen nutzt. Der zweite Grund ist der, gehen wir vielleicht nochmal ins Eindimensionale, da ist so ein Lösungsraum eben nicht mehr ein dreidimensionales Polytop, sondern zweidimensional ein Polygon. Ja, das ist die zweidimensionale Variante von demselben Konzept, was Sie hier dreidimensional sehen. Vierdimensional kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Ja, wenn Sie sich hier jetzt das Zahlengitter, die Menge der ganzzahligen Lösungen hier noch reindenken, also sowas wie hier beispielsweise, das ist der Wert 3, das ist der Wert 4, der Wert 5 und so weiter. Und hier auch, das ist vielleicht der Wert 357, das ist der Wert 358 und so weiter. Dann sehen Sie im Normalfall, wenn das Beispiel nicht extrem pathologisch ist, ist die optimale ganzzahlige Lösung nicht gar so weit weg von der optimalen Ecke, sodass man also gute untere Schranken hier bekommen kann. Das sind die Gründe, warum man sehr intensiv, insbesondere auch in der Praxis, sehr intensiv mit LP-Relaxierungen hier arbeitet als untere Schranken bei solchen Verfahren wie Branch and Bound etwa, auch bei anderen Verfahren, die ebenfalls basieren auf Berechnung unterer Schranken. So, es kann auch mal der zufällige Fall passieren, das ist der dritte Spiegelstrich, der das jetzt sagt, es kann auch mal zufällig passieren, so, das ist die optimale Richtung Optimalität, es kann auch mal zufällig passieren, dass die optimale Ecke ganzzahlige Lösung ist. Wunderbar. Da das eine Relaxierung ist, heißt das, wenn wir die ganzzahlige Ecke gefunden haben, wenn wir die optimale Ecke gefunden haben und die ist zufällig auch ganzzahlig, dann ist das auch eine optimale Lösung für unsere ursprüngliche ganzzahlige Problemstellung. Wird aber im Allgemeinen nicht der Fall sein, so leicht wird es einem nicht gemacht, sondern im Normalfall ist die optimale Ecke nicht ganzzahlig. Das heißt also, wir bekommen eine untere Schranke raus und diese untere Schranke und wir wissen, wenn diese untere Schranke jetzt an diesem Knoten nicht greift, wenn diese untere Schranke nicht das Kriterium erfüllt, mit dem wir an diesem Knoten abschneiden können, ja, dass diese untere Schranke für diesen Knoten, für diesen darunterliegenden Teilbaum nicht höher ist als die beste gefundene Lösung bisher, dann müssen wir hier branchen. Und die Frage ist, wie gehen wir da am besten vor? Welche Strategien verwenden wir da? Und was ich so im Laufe der Zeit, wir reden ja hier von Ansätzen, die schon, ich denke mal, Minimum 40 Jahre alt sind, eigentlich noch mehr, und die schon seit Minimum 20 Jahren sehr, sehr intensiv angewendet und erforscht werden. Was sich hier im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, sind solche heuristischen Regeln. Wenn wir einen Schritt weitergehen im Entscheidungsbaum, haben wir den noch da? Ja? Sie haben jetzt eine ganze Menge von Zahlen, also x3 jetzt, x1, x2 sind hier schon verarztet, x3 bis xn, irgend sowas, oder xm, ist nicht die Anzahl der Knoten, eine ganze Menge von Zahlen, die nicht ganzzahlig sind, die nicht 0 oder 1 sind, sondern irgendwo dazwischen. Und eine von denen nehmen Sie, zum Beispiel irgend so ein xi, was dazwischen ist, und branchen darüber. Einmal gleich 0 oder einmal gleich 1. Ja, die schon ganzzahlig sind,
es kann ja zufällig einzelne Variablen, einzelne Kanten beim TSB ganzzahlig sein schon. Das heißt also, dass sozusagen hundertprozentig geklärt ist, ja, die Kante ist hundertprozentig drin, beziehungsweise die Kante ist hundertprozentig nicht drin. Wenn der Wert für x jetzt irgendwo zwischen 0 und 1 ist, also bei 0,6 beispielsweise, nur um ein konkretes Beispiel zu nennen, so dass man also so in gewisser Weise sagen kann, die Kante ist in dieser Lösung zu 60% drin, was immer das heißen mag, dann werden wir so eine Variable hernehmen, die irgendwo zwischen 0 und 1 ist, und wenn wir in der einen Richtung weiter branchen, dann setzen wir sie knallhart auf 0, und wenn wir in die andere Richtung weiter branchen, setzen wir sie knallhart auf 1. Und jetzt ist die Frage, welche Variable wir wählen. Und eine Regel, die sich als ganz gut herauskristallisiert hat, ist die Maximum Infeasibility Rule, nämlich wir gucken uns die Variable an, wir nehmen die Variable, die am nächsten bei 50% liegt, bei 0,5. Also am weitesten weg von der zulässigen Wert 0 und auch am weitesten weg vom zulässigen Wert 1. Und die wählen wir und setzen jetzt im nächsten Schritt, wenn wir branchen, sie einmal auf 0 und einmal auf 1, um dann zwei Teilmengen der aktuellen Teilmenge des Lösungsraums zu bekommen, eine weitere Partitionierung des Lösungsraums. Warum das? Was ist der heuristische Gedanke dahinter, warum das ganz gut funktioniert in der Praxis? Das sind natürlich nur heuristische Begleitüberlegungen, mit denen man, in der Psychologie nennt man das sekundäre Rationalisierung. Man macht irgendwas und hinterher überlegt man sich, dass das wohl begründet ist, rational begründet ist. Also, ich will das jetzt nicht weiterspinnen, aber es ist natürlich ein bisschen mehr begründet als andere Fälle von sekundärer Rationalisierung aus der Psychologie. Naja, wenn wir eine Variable hernehmen, die sehr nah bei 0,5 ist und wir setzen sie einmal auf 0 und einmal auf 1, dann haben wir einen sehr krassen Unterschied bis zu bisher erzwungen, einen möglichst krassen Unterschied, in der Hoffnung, dass wir dann auch, dass dieser Unterschied sich auszahlt, dass wir dann möglichst schnell wegkommen von der Situation, wie wir sie bisher konstruiert haben, hin zu einer passenderen Situation, zu unserem Ausgangsproblem, was ja ganzzahlig ist. Dann gibt es aber auch genau das Umgekehrte, die Minimum Infeasibility Rule, nämlich, dass wir eine Variable wählen, deren Wert entweder möglichst nah bei 0 oder möglichst nah bei 1 ist, auch wenn es weder 0 noch 1 ist. Dahinter steckt die Überlegung, wenn wir immer dann als nächstes weiterverfolgen, also beispielsweise die Variable, der Wert der Variablen ist sehr nah bei 0, dann verfolgen wir als nächstes den Fall weiter, gehen wir runter in die Richtung, wo diese Variable auf 0 gesetzt ist, und dann nehmen wir die nächste Variable, die ist vielleicht sehr nah bei 1, setzen die auf 1, gehen zuerst in die Richtung und kommen dadurch vermutlich relativ schnell zu ganzzahligen Lösungen. Allerdings ist die Erfahrung, dass das dann doch im Normalfall nicht so schnell voranschreitet, weil wir haben ja noch den anderen Zweig, wo der X-Wert weit entfernt ist. Wenn der X-Wert nah bei 0 ist, ist er halt eben sehr weit weg von 1. Also die Hoffnung hier bei Maximum Infeasibility Rule, die sich in der Praxis durchaus häufiger mal erfüllt, ist die, wenn wir hier das x möglichst weit wegreißen von seinem jetzigen Optimalwert, dass wir dann auch viele andere Variablen mitreißen in die richtige Richtung, über die wir dann nicht mehr branchen müssen. So, Strong Branching, das ist hier nur ganz, ganz knapp erwähnt, will ich auch nichts weiter großartig, ich will vielleicht noch ein paar Worte sagen, nur damit Sie wissen, wovon hier die Rede ist. Die Idee ist, wir gucken uns die ganzen Kandidaten an vorab, bevor wir branchen, bevor wir entscheiden, über welche dieser nicht ganzzahligen
Variablen wir die nächste Verzweigung definieren. Verzweigung definieren, indem wir diese Variablenwert einmal nach links gehend auf 0, einmal rechts gehend auf 1 setzen. Wir gucken uns die alle an und versuchen herauszuschätzen, je nachdem für jede dieser Variablen, wie gut wird die nächste, einen Schritt tiefer, die nächste untere Schranke. Und auf dieser Basis wählen wir dann aus. Wäre viel zu viel Aufwand, jetzt diese untere Schranke jetzt jeweils tatsächlich zu berechnen. Im Normalfall wäre das viel zu viel Aufwand. Deshalb ist die übliche Strategie, dass man die untere Schranke dann nicht berechnet, nicht bis zum bitteren Ende berechnet, indem man wirklich den Simplex-Algorithmus bis zur optimalen Ecke durchführt, sondern man macht eine gewisse begrenzte Anzahl von Iterationen, sehr begrenzte Anzahl von Ecken durchläuft, und das Ergebnis, was man bis dann erreicht hat, das nimmt man her als Kriterium dafür, welche dieser verschiedenen Branching-Möglichkeiten, welcher dieser Variablen vielleicht der beste Kandidat ist, um jetzt auf die nächste Ebene zu verzweigen. Ist das irgendwie klar geworden oder gibt es da noch Verständnisprobleme? Gut. Ist auch jetzt hier für unsere Zwecke nicht so wichtig. So. Wie erinnern Sie sich nochmal, wir hatten ganz zu Anfang, als wir über solche Ansätze generell gesprochen haben, auch Strategien besprochen, die Sie aus der GTI2 kennen, wie man durch einen Graphen, durch einen Baum insbesondere hier, durchlaufen kann, von der Wurzel bis zu den einzelnen Blättern. Eine Möglichkeit ist natürlich Tiefensuche, ist sehr interessant für Branch und Bound, weil Sie mit Tiefensuche ja immer wieder sehr, sehr frühzeitig zu zulässigen Lösungen kommen, also zu Blättern. Und jede dieser zulässigen Lösungen ist eine Chance für Sie, Ihre obere Schranke, Ihre globale obere Schranke zu verschärfen. Ja, weil jede zulässige Lösung ist eine obere Schranke, und wenn die besser ist, also deren Zielfunktionswert ist eine obere Schranke für den Optimalwert bei Minimierungsproblemen. Wir sind ja immer bei Minimierungsproblemen. Und wenn der Zielfunktionswert dieser gefundenen Lösung besser ist als die bisher gefundene beste obere Schranke, dann haben Sie eine Verbesserung erreicht. Wenn Sie das im Verhältnis zu Branch und Bau, Entschuldigung, zu Breitensuche vergleichen, Breitensuche ist überhaupt nicht geeignet für Branch und Bound, weil ganz am Ende, wenn Sie ganz unten angekommen sind, kommen Sie zum allerersten Mal zu zulässigen Lösungen. Das heißt also, bis zum bitteren Ende des Algorithmus hätten Sie, wenn Sie Breitensuche anwenden, keine Chance, die globale obere Schranke gegenüber der Initialen, die Sie ursprünglich irgendwie berechnet haben, zu verbessern. Weiterer Punkt bei Tiefensuche, nicht zu vergessen, ist, gerade wenn Sie das in Kontrast setzen zur Breitensuche, ist der Speicherplatzbedarf ist gering. Ja, Breitensuche, Sie wissen, dass ein Baum massiv in die Breite geht. Das heißt also, wenn Sie Level für Level immer den ganzen Level runtergehen, dann explodiert Ihnen ziemlich schnell der Speicherplatz. Bei Tiefensuche, da ist im Worst Case der Speicherplatzbedarf proportional zur Tiefe des Baums, das ist natürlich gewaltig weniger. Wir werden noch Beispiele sehen in Algorithmen, bei denen es Sinn macht, Breitensuche zu verwenden, weil in Situationen bei algorithmischen Ansätzen, bei denen man dieses in die Breite gehen des Baumes verhindern kann, oder sagen wir mal so, das wird jetzt keine Trauerweide, dieser Baum, sondern so ein Bonsai-Bäumchen, sodass man sich also tatsächlich auch leisten kann, Breitensuche zu machen, ohne dass einem der Speicherplatz um die Ohren fliegt. Das wird dann beim Thema dynamische Programmierung der Fall sein. Hier aber für Branch and Bound ist Tiefensuche besser, oder Sie erinnern sich, wir hatten drei Grundstrategien betrachtet: Tiefensuche, Breitensuche und Bestensuche. Das heißt also, Sie haben irgendwie eine Front, die ist weder breit noch tief, nur allein im Allgemeinen. Und Sie wählen jetzt die am besten erscheinende Möglichkeit, um diese Front um einen Knoten weiterzuführen. Und
Das macht Sinn hier bei Branch and Bound, dass man als Kriterium, welchen dieser Knoten man nimmt, immer die untere Schranke, die man dafür berechnet hat. Je besser die ist, umso aussichtsreicher ist dieser Knoten, dass man in dieser Reihenfolge vorgeht. Man kann natürlich auch beides miteinander variieren. Ja, man ist nicht gezwungen, nur Tiefensuche zu machen oder nur Bestensuche oder nur Breitensuche, sondern man kann auch variieren. Man kann vielleicht am Anfang mit der Breitensuche beginnen, das ist durchaus nicht falsch, bis es einem zu viel wird, bis es einem der Baum zu breit wird und dann anfangen mit Bestensuche oder mit Tiefensuche weiterzugehen. Man kann auch zwischen Tiefensuche und Bestensuche hybride Verfahren verwenden und so weiter. Also nehmen Sie diese drei grundlegenden Ansätze jetzt nicht als drei verschiedene Welten wahr, sondern als Dinge, die man durchaus miteinander kombinieren kann. So, jetzt sind wir mit Branch and Bound fertig. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Situation. Bei Branch and Bound ist es inhärent, dass wir ein Optimierungsproblem haben. Denn wir reden ja hier von oberen und unteren Schranken auf den Zielfunktionswerten und damit ist gegeben, es muss ein Optimierungsproblem sein, sonst hätten Sie ja gar keine Zielfunktionswerte. Wir werden jetzt eine andere Technik auf dem Entscheidungsbaum betrachten, die zwar auch auf Optimierungsprobleme anwendbar ist, aber von der Logik her eigentlich eher gedacht ist für reine Lösbarkeitsprobleme. Das heißt also, wo Sie nicht eine Optimallösung finden wollen, sondern wo Sie zufrieden sind, wo Sie glücklich sind, wenn Sie überhaupt eine zulässige Lösung gefunden haben. Beispiel wieder Stundenplanerstellung für eine Universität. Wann und in welchem Raum wird welche Veranstaltung platziert? Da kann man ja schon froh sein, wenn man überhaupt eine zulässige Lösung gefunden hat oder eine möglichst wenig unzulässige Lösung. Da braucht man über Optimierung gar nicht mehr groß nachdenken. Das wäre sozusagen das Sahnehäubchen, das man sich dann gar nicht mehr leisten kann. So, aber lässt sich auch auf Optimierungsprobleme genauso durchaus anwenden. Aber wir betrachten es vor allem hier als so, wie es gedacht ist, so wie es seiner Natur vor allem entspricht, für reine Lösbarkeitsprobleme. So, Constraint Satisfaction Problem, CSP, das ist aus der künstlichen Intelligenz heraus, aus diesem Fachgebiet der Informatik, ebenfalls für sich eine große wissenschaftliche Richtung. Was ich eben gesprochen habe, Branch and Bound, hat seine ursprünglich eher in Bereichen, gar nicht mal unbedingt in Informatik, sondern in Mathematik und Ökonomie, Stichwort Operations Research, das ist das Gebiet Unternehmensforschung, was versucht, optimale Lösungen für Planungsprobleme aller Art zu berechnen. Daher kommen solche Ansätze wie Branch and Bound. Der historische Hintergrund für solche Problemstellungen wie hier ist eher künstliche Intelligenz, wo diese Ansätze ursprünglich entwickelt worden sind. Ich weiß nicht, im Studium kommt mindestens einmal Prolog, glaube ich, vor, nicht? Oder? In DKE, glaube ich, Einführung in DKE. Sagt Ihnen das was? Okay, ist nur eine Nebenbedingung, die nicht weiter wichtig ist, aber für diejenigen von Ihnen, die sich da mal mit Prolog auseinandergesetzt haben oder demnächst vielleicht auseinandersetzen werden, Prolog ist ein anderes, ist die Natur von Prolog ist, es ist eine Programmiersprache. Allein für dieses Wort würde ich von einem Prolog Advokaten schon geprügelt werden, dass ich das als eine Programmiersprache nenne. Es ist eine Sprache, in der versucht wird, letztendlich eine Lösung zu finden durch Berechnung von Widersprüchen, Teile der Lösungsräume zu entdecken, dass Teile der Lösungsräume nicht, dass die leer sind und so weiter, sodass am Ende man dann tatsächlich auch mit relativ wenig Aufwand Lösungen findet. Das ist jetzt unqualifiziert, was ich sage. Ich versuche eine gewisse Brücke zu schlagen, um zu erklären, was das mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, wo Prolog ja auch herkommt, als ein Beispiel, das Ihnen vielleicht geläufig ist. Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben, sofern Sie mal mit Prolog zu tun haben, worum es hier eigentlich geht.
Ansonsten vergessen Sie diesen Kommentar wieder. Wir beschäftigen uns jetzt hiermit. So, wie formulieren wir so ein, also Constraint Satisfaction heißt Bedingungen erfüllen, nicht? Man sagt im Englischen fulfill, um Bedingungen zu erfüllen, und man sagt auch to satisfy, Bedingungen befriedigen, Bedingungen befriedigen. Ja, gut. Sollte man vielleicht im Deutschen noch besser bei erfüllen bleiben. So, was wir generell abstrakt haben, wir werden gleich ein Beispiel sehen, aber wir sind ja eigentlich an diese abstrakte Sichtweise, denke ich, schon einigermaßen gewöhnt. Wir haben Variablen. Jede Variable hat eine endliche Domäne. Wie sagt man in der Mathematik? Es gibt den Wertebereich, das ist die einer Funktion. Bitte? Definitionsbereich und Wertebereich, nicht? Also DI hier, die Domäne, ist der Definitionsbereich, wenn Ihnen dieser Begriff aus der Mathematik geläufiger ist. Wir reden aber hier von endlichen, also zum Beispiel beim TSP, die Variablen sind die 0,1-Variablen auf den einzelnen Kanten. Das haben wir eine endliche Menge von Variablen, jeweils mit einer endlichen Domäne. So, und dann haben wir Nebenbedingungen. Das ist Ihnen jetzt auch nichts Neues. Beim ganzen Thema lineare Optimierung, ganzheitliche lineare Optimierung, hatten wir auch Nebenbedingungen, die einschränken, dass bestimmte Kombinationen von variablen Werten zulässig sind und andere Kombinationen von variablen Werten sind nicht zulässig. Haben wir beim TSP beispielsweise oft genug gesehen. Die Belegung von den einzelnen Kantenvariablen mit 0,1-Werten, die insgesamt eine Rundtour ergeben, sind zulässig, die anderen sind nicht zulässig. Oder wir hatten auch immer das andere Beispiel, Matching, oder wir haben noch mehr Beispiele, aber nehmen wir nochmal Matching her. Die Kantenwerte 0,1, sodass keine zwei Kanten mit 1-Wert einen gemeinsamen Endknoten haben, das sind die zulässigen Lösungen für das Matching-Problem. Das sind die Constraints dafür. So, eine Lösung ist dann eben eine Belegung der einzelnen Variablen mit Werten, sodass die Bedingungen allesamt erfüllt sind. Und wir betrachten uns, hier sehen Sie das Wort Toy Example, das ist wirklich ein Spielzeug oder ein Spielbeispiel. Kein Mensch will diese Problemstellung wirklich in der Praxis irgendwie lösen, aber es ist so etwas wie ein Arbeitstier, Arbeitspferd, Workhorse, Fruit Fly, die Fruchtfliege. Also im Englischen sagt man oft für Arbeitstier, für Arbeitspferd, für the Fruit Fly, weil in der Biologie die Fruchtfliege für alles Mögliche verwendet wird, ohne dass man sich wirklich für die Fruchtfliege interessiert. Worum geht's da? Hat nichts mit Sudoku zu tun, auch wenn es vielleicht auf den Anfang so aussieht. Sie haben ein Schachbrett, das muss nicht genau 8 Kreuz 8 sein, kann auch 4 Kreuz 4 sein oder 1 Million Kreuz 1 Million, ist egal, Hauptsache quadratisch. So, ja, also das soll es sein. Und Sie wissen, wenn Sie eine Dame irgendwo platzieren, eine Schachdame, dass sie in der horizontalen, in der vertikalen und in beiden Diagonalen ziehen und schlagen kann. Und das heißt also, für das N-Queens-Problem, für das N-Damen-Problem, also das soll jetzt die Dame sein, sind diese Felder alle, wenn ich die Dame hin platziere, verbrannt. Das geht nicht mehr. Ich kann aber beispielsweise hier eine zweite Dame hinsetzen
ohne dass sie sich gegenseitig schlagen können. Und genau darum geht es, dass sich möglichst viele Damen hinsetzen auf dieses Schachbrett, sodass, die sind jetzt auch alle verbrannt, sodass sie sich gegenseitig nicht schlagen können. Jetzt würde zum Beispiel hier was gehen und hier würde noch was gehen beispielsweise. Ich setze mal so und so und hier, wow. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich das so hingekriegt habe, dass ich, wer schlägt sich? Die oberste und die zweitunterste? Ach, das ist aber blöd. Ich muss die beiden so rumsetzen. So, passt das jetzt? Nein, da schlagen sich die beiden. Okay, also Sie wissen jetzt, worauf es hinläuft. Ich habe es jetzt als ein Optimierungsproblem formuliert, möglichst viele Damen zu platzieren. Traditionell, wir haben es ja gerade eben gesagt, solche Ansätze, die Idee solcher Ansätze ist, Lösbarkeitsprobleme zu lösen. Und das Lösbarkeitsproblem ist, wir wollen wirklich n viele Damen auf einem n Kreuz n Schachbrett platzieren. Und Sie werden jetzt, wenn wir uns jetzt Ansätze näher betrachten, können Sie gleich immer mitdenken, das, was hier Lösbarkeit ist, ist automatisch auch Optimierung. Ja, Sie kriegen automatisch bei diesen Ansätzen, Sie kriegen auf der einen Seite die Information, ja, es klappt mit N-Damen oder es klappt nicht, aber Sie kriegen automatisch auch die optimale Anzahl dabei mit raus. Nämlich da, wo Sie möglichst weit gekommen sind. So, hier unten im letzten Spiegelstrich ist nochmal formalisiert, was das heißt. Also, wenn wir Lösbarkeitsproblem haben, N-Damen zu platzieren, heißt es, wir haben ja auf jeder in jeder Spalte dann eine Dame. Sie müssen ja genau eine Dame in jeder Spalte, wenn wir eine zulässige Lösung haben. Das heißt also, wir können für jede Spalte sagen, in welcher Zeile R von I für Spalte I, können wir sagen, in welcher Zeile als Lösungsergebnis, in welcher Zeile diese Dame in dieser Spalte, die in dieser Spalte ist, dann zu platzieren ist. Und die zulässigen Lösungen, also dadurch, dass wir eine Variable für jede Spalte haben, wo die Dame halt in dieser Spalte steht, haben wir keine Bedingungen mehr innerhalb einer Spalte. Ja? Das haben wir von vornherein dadurch ausgeschlossen, dass wir für jede Spalte sowieso nur genau einen Slot, ein Feld benennen. Also allein durch die Formulierung der Problemstellung haben wir von vornherein ausgeschlossen, dass zwei Damen in derselben Spalte sind. Wir müssen noch ausschließen, dass sie in derselben Zeile sind, zwei Damen, das ist hier. Und das hier, das wollen wir jetzt hier nicht durchgehen, das können Sie sich, wenn Sie es nicht sofort sehen, können Sie sich das mal selber überlegen, dass diese Bedingung hier, Betrag von I minus J gleich Betrag von den beiden R-Werten, ungleich Betrag von den beiden R-Werten, dass das genau die verschiedenen Fälle abdeckt, wie zwei Damen diagonal zueinander stehen könnten. So, so, so und so. Also vier Fälle gibt es und Sie sehen, es sind auch vier Fälle möglich. Jeder Betrag steht ja entweder für einen positiven oder negativen Wert. Zwei Beträge sind vier Fälle. So, das Einfachste ist Backtracking. Da gehen wir mal hier hin, um das gleich zu sehen, was damit gemeint ist. Mehr als was auf diesem Bild zu sehen ist, steht jetzt hier auch nicht unbedingt drin. Sie fangen an mit einem leeren Schachbrett und fangen jetzt verschiedene Strategien an, wie sie diese Dame platzieren. Und eine wichtige Beobachtung hier, die in dem Bild implizit drinsteckt, oder auch nicht, also die ich jedenfalls da drin sehe, ist, bedenken Sie immer, dass Sie Symmetrien ausnutzen können. Ja? Sie könnten natürlich hier von dem leeren Schachbrett als Wurzelknoten verschiedene Knoten haben, verschiedene Nachfolger. Der eine platziert die erste Dame links oben, ein anderer Knoten platziert die erste Dame rechts oben, rechts unten, links unten, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, ist völlig symmetrisch zueinander. Ja, es reicht,
Es reicht, einen Nachfolgerknoten von der Wurzel zu haben, wo die Dame in einer Ecke platz, die erste Dame in einer Ecke platziert ist. Sie brauchen keinen weiteren Knoten zu, Nachfolgerknoten zu haben, wo die erste Dame in einer Ecke platziert ist, weil das völlig identisch ist. Wenn Sie hier eine Lösung finden, finden Sie auch in dem anderen eine Lösung. Und genauso hier, Sie brauchen nur einen Nachfolger von der Wurzel, wo die erste Dame auf einem der Randfelder platziert ist, die nicht Ecke sind. Und das reicht auch. Ja, Sie brauchen jetzt keinen weiteren Nachfolgerknoten, wo die erste Dame hier irgendwo in der Mitte platziert ist. Wozu? Wir können genauso gut sagen, die in der zweiten Spalte ist die zweite und nicht die erste platzierte Dame. Es ist eine andere Symmetrie drin. Den Fall, dass die Dame in der zweiten Spalte hier oder hier platziert ist, der kommt dann automatisch dann eben in einer tieferen Ebene dabei. Brauchen wir nicht auf dieser ersten Ebene noch mit zu betrachten. Was ich jetzt gesagt habe, ist in diesem Beispiel offensichtlich, ist in anderen Kontexten auch, also die Suche nach Symmetrien. Ein Doktorand hat bei mir mal, ja, vielleicht nicht die ganze Promotion, aber die halbe Promotion damit verbracht, Symmetrien zu entdecken in Problemstellungen. Also was hier so offensichtlich ist, existiert auch in anderen Problemstellungen. Denken Sie ans TSP. Es ist vollkommen wurscht, welcher Knoten der erste Knoten ist. Ja, also Sie brauchen nicht den Fall zu betrachten, dass dieser Knoten da der erste Knoten ist und dann noch zusätzlich den Fall, dass der erste und so weiter ist. Und es ist auch wurscht, ob die Tour so rum oder so rum geht, solange die Kantengewichte symmetrisch sind. Ein anderer Fall von Symmetrie. Sie können sich den Lösungsraum deutlich reduzieren, indem Sie eben die Richtung vorgeben und den ersten Knoten vorgeben und fertig. Noch ein offensichtliches Beispiel, aber es gibt entsprechend wenig offensichtliche Beispiele. So, jetzt haben Sie beispielsweise hier im linken Teilbaum haben Sie die Dame in die Ecke platziert. Jetzt haben Sie verschiedene Möglichkeiten, wo Sie die zweite Dame platzieren können. Gleich daneben, schlecht. Deshalb steht hier ein rotes X, Ende. Das ist wirklich ein Buchstabe X, kein Kreuz. Ah ja. Diese Möglichkeit bringt auch nicht viel, ist sofort auch ein rotes X, Ende. Diese Möglichkeit und diese Möglichkeit bleiben noch übrig und auf den gehen wir wieder weiter. Hier ein X, hier ein X, hier ein X. Das heißt jetzt nicht, dass wir diesen Baum so durchgehen, weil Sie wissen ja auch diesen, oder es ist ja offensichtlich, auch dieser Baum geht jetzt massiv in die Breite. Das ist zunächst einmal ein abstrakter, konzeptioneller Baum, den wir uns aus abstrakten, konzeptionellen Gründen erstmal ansehen, um zu verstehen, worum es überhaupt geht. Ich denke, das Bildungsprinzip wird damit klar. Entweder stellen wir sofort fest, es geht nicht weiter. Wir haben schon einen Widerspruch, wenn wir die Dame dahin platzieren. Brauchen wir nicht mehr weiter verfolgen. Wir kommen eh zu keiner zulässigen Lösung mehr, weil es hier schon einen Widerspruch gibt. Oder wir stellen fest, ja, wie zum Beispiel in diesem Knoten hier, die drei Damen, die bisher bis zu dieser Ebene platziert worden sind, schlagen sich alle nicht gegenseitig. Also können wir hier weitergehen, stellen aber dummerweise fest, was immer wir dann jetzt weiter tun, es funktioniert nicht. Und hier, ganz rechts, haben wir eine tatsächliche zulässige Lösung gefunden, wie die vier Damen platziert werden können, ohne sich zu schlagen. So, was passiert jetzt Backtracking? Backtracking, im Prinzip ist Backtracking Tiefensuche hier drauf, auf diesem Baum. Ja? Zum Beispiel, indem wir von links nach rechts durchgehen, muss nicht sein, aber bietet sich an. Wir gehen runter, runter, boing, klappt nicht. Boing, klappt nicht. Hier runter, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Und so weiter und so fort. Immer weiter und so weiter. So machen wir es natürlich nicht. Wir laufen natürlich nicht den ganzen Baum durch, sondern was wir natürlich, wir wollen so schnell wie möglich dahin kommen, zu dieser, wo es eine zulässige Lösung gibt. Da wir nicht wissen, wo das ist, können wir nur versuchen, das so ein bisschen zu steuern in die Richtung. Aber wir haben es natürlich nicht in der Hand. Wir können nicht von vornherein sagen, ah ja, ich komme zu einer zulässigen Lösung, wenn ich erstmal mit der Dame beginne, die dorthin zu platzieren, dann die dorthin zu platzieren, dann die dorthin und hurra, ich habe meine zulässige Lösung. So gezielt können wir das natürlich nicht angehen, weil wir nicht wissen, in jedem Schritt, wo wir am besten weitergehen. Das heißt also, wir werden
nicht im Allgemeinen nicht zielstrebig diesen Weg finden als erstes, sondern wir werden irgendwo anders landen und hoffentlich mit entsprechenden Strategien, dass wir versuchen, möglichst immer eher in die Richtung zu schauen und möglichst nicht in diese Richtung zu schauen, wenn wir versuchen, möglichst nah daran zu landen. Wie könnte eine Strategie aussehen, die tatsächlich dafür sorgt, dass wir tendenziell eher in so eine Richtung gehen? Naja, wir könnten uns zum Beispiel durchzählen, hier, was machen wir uns alles hier kaputt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, die Anzahl passt nicht. Die Anzahl der Felder, die wir uns kaputt machen, ist immer dieselbe, nicht? 1, 3, 3, 3. Was ich mir jetzt so spontan eingefallen ist als Möglichkeit, funktioniert nicht. Die Anzahl der Felder, die wir uns kaputt machen, im ersten Schritt funktioniert das nicht. Im zweiten Schritt kann man dann schon anfangen zu argumentieren, wie viele Felder machen wir uns damit kaputt, nicht? Oder es ist dann nämlich nicht mehr immer dieselbe Zahl. Gut, also wir müssen irgendwelches Wissen einbringen, was uns diese Richtung hier verlockender erscheinen lässt als diese Richtung nach Möglichkeit. Das ist ein Thema, das dann aber meinen Bereich überschreitet. Ich denke, der Bereich von Herrn Fürnkranz, der ja viel mit Computerspielen auch macht, da würde Herr Fürnkranz dann an dieser Stelle dann übernehmen und mehr zu sagen haben zu der Frage, wie man jetzt das hinbekommt, was für Kriterien man berechnen sollte, damit einem diese Richtung hier verlockender erscheint als diese Richtung hier. So, jetzt sind wir aber irgendwo gelandet. Hier geht's, wenn wir Glück haben, sind wir sehr nah an der zulässigen Lösung gelandet. Wenn wir Pech haben, sind wir sehr weit an der zulässigen Lösung gelandet. Wir sind aber irgendwo gelandet. Und jetzt gehen wir zurück. So, wenn wir an dieser Stelle zufällig gelandet sind, hier ganz rechts unten, und einen Schritt zurückgehen und weitergehen, das war gut. Sind wir richtig getroffen. Wenn wir hingegen aber beispielsweise hier gelandet sind, im ersten Schritt, diese zulässige Lösung, dieses Ende von dieses Blatt hier getroffen haben, wo es nicht mehr weitergeht, und wir machen jetzt diese Strategie, okay, gehen wir eins zurück, gehen das nächste und machen das immer weiter, dann sehen Sie schon, das geht nicht. Das ist keine gute Idee. So. Wir müssen dafür sorgen, dass wir größere Sprünge zurückmachen. Und das können wir dadurch sorgen, das ist die Idee auch von der nächsten Folie, dass wir die Situation genauer analysieren, dass wir eben nicht einfach nur den letzten Schritt rückgängig machen. Der letzte Schritt war wahrscheinlich gar nicht verantwortlich dafür, dass wir jetzt hier in eine Falle reingelaufen sind. Wahrscheinlich haben wir den Fehler offensichtlich schon vorher gemacht. Letztendlich wissen wir durch Draufsicht, dass der Fehler schon hier gemacht worden ist. Die erste Dame hier zu platzieren, wir sehen ja, dadurch, dass wir uns diesen Teilbaum hier ansehen, dass danach nichts mehr möglich ist. Okay, diese Draufsicht wird der Algorithmus nicht haben und wir auch nicht mehr, wenn das Beispiel größer geworden ist. Aber der Versuch zu analysieren, wo der Fehler viel früher passiert ist und dann so weit zurückzuspringen und von da aus weiterzugehen, ist natürlich dann viel, viel erfolgversprechender, weil die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer ist, dann irgendwo wieder zurückzugehen, wo im Teilbaum dann immer noch die zulässige Lösung ist. Im schlimmsten Fall hier oben, wenn der Algorithmus tatsächlich erkennt, dass das schon der Fehler war. So, das ist dieser erste Punkt. Wir kommen nicht mehr weiter, wir bleiben irgendwo in den unzulässigen Lösungen hängen, weil, wenn wir einen Schritt zurückgehen, oder vielleicht sogar mehrere Schritte erstmal zurückgehen, blind zurückgehen, dann haben wir vielleicht haben wir vielleicht immer noch durch das Zurücknehmen von den letzten Entscheidungen immer noch nicht die wahre Ursache des Konfliktes wieder rückgängig gemacht, sondern wir müssen größere Schritte zurückgehen, um möglichst diese wahre Ursache des Problems rückgängig zu machen und dann in andere Richtungen weiterzugehen. Auch Redundanz, wenn Sie sich das mal anschauen,
In den verschiedenen unteren Stufen passiert immer wieder dasselbe. Ja, die Situationen sind nicht so weit unterschiedlich voneinander. Wir versuchen immer wieder dann nochmal jetzt hier sehr ähnliche Probleme zu lösen. Auch das kostet natürlich unnötig Laufzeit. Das wollen wir auch nicht haben. Also die Idee ist hier bei dieser zweiten Spiegelstrich, bei Methoden, die Backchecking oder Backmarking in der Literatur genannt werden, dass wir uns solche lokalen Konstellationen, wo es schiefgegangen ist, hier merken. Und immer wenn es dort so aussieht, als ob wir dann demnächst wieder in diese lokale Konstellation reinlaufen, gleich von vornherein mutig beherzt wieder zurückgehen. Wir können hier, wir haben, das ist ein heuristisches Verfahren. Wir werden nicht den ganzen Baum durchsuchen, um mit Sicherheit eine zulässige Lösung zu finden. Also können wir auch beherzt Fehler machen. In der Hoffnung, dass dieses beherzte Risiko, Fehler zu machen, uns zu einer besseren Lösung führt. Sie erinnern sich, bei Sachen wie Simulated Annealing haben wir letztendlich dasselbe gemacht. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit machen wir etwas, was zunächst mal ein Fehler ist, nämlich wir akzeptieren eine schlechtere Lösung in der Hoffnung, dass uns das zu wesentlich besseren Lösungen führt. Und diese Hoffnung ist in der Praxis durchaus auch in vielen Situationen berechtigt. So, der dritte Schritt, den dritten Punkt, den werden wir uns jetzt etwas genauer betrachten, weil der auch die ersten beiden Punkte sind sehr problemspezifisch. Ja, man könnte schon eine ganze Vorlesung, denke ich, dazu füllen, wie man beim N-Darm-Problem diese ersten beiden Spiegelstriche realisieren kann. Der dritte Spiegelstrich ist allgemeiner und ist auch vielleicht mit der wichtigste. Deshalb werden wir uns dem hier etwas näher auf den nächsten Folien widmen. So. Als ich mir diese Folie in der Vorbereitung angeschaut habe, bin ich mir nicht sicher. Ach so, doch, ja. Ich dachte zuerst, dass diese Zahlen hier falsch sind, aber das stimmt nicht. Die Zahlen, ich habe mich verguckt. Die Zahlen sind schon richtig. Also hier steht eine rote 1 drin, weil die Dame in der Spalte 1 dieses Feld überdeckt. Hier stehen eine rote 3 und eine rote 4 drin, weil sowohl die Dame in der Spalte 3 hier unten dieses Feld diagonal überdeckt, als auch die in der Spalte 4 horizontal überdeckt und so weiter. Also hier haben wir die verschiedenen Konflikte in diesem Feld drin und stellen fest, dass wir hier in der Spalte 6 nicht mehr weiterkommen. So, einfaches Backtracking, ein Schritt zurück, würde bedeuten, dass wir die Entscheidung in Spalte 5 zurücknehmen, dass wir versuchen, die Dame anders zu setzen. Das heißt, im Baum würden wir aus einem dieser Konfliktfälle rausgehen und in den benachbarten Geschwisterteilbaum rübergehen, diese Dame halt anderswo platzieren. Aber das bringt uns gar nichts, weil egal wo wir diese Dame platzieren, Sie sehen das an diesen roten Zahlen, überall da, wo die 5 steht, steht auch noch eine andere Zahl dabei. Das heißt also, die 5 hier zu verschieben, bringt uns gar nichts. Es ist jedes andere Feld in der Spalte 5, in der Spalte 6 immer noch überdeckt durch eine der Damen 1 bis 4. So. Backjumping heißt, dass wir versuchen, tatsächlich den Konflikt aufzulösen, die wahre Ursache, so weit zurückzugehen, bis die wahre Ursache aufgelöst ist. Und das, was hier wirklich den Ärger macht, ist nicht die Dame 5, sondern die Dame 4. Das heißt, wir würden zurück auf Ebene 4 gehen, diese Dame anders platzieren, versuchen da eine andere Lösung zu finden und dann wieder vorwärts gehen. Allgemein gesprochen, das ist der letzte Spiegelstrich auf dieser Folie. Wir gehen so weit zurück, wie es unbedingt sein muss, um einen Schritt voranzukommen, um die 6 jetzt auch noch zu erfüllen. Und nicht nur die 5. So, das war jetzt ein Beispiel für Backjumping. Backchecking und Backmarking haben wir jetzt hier
auf den Folien nicht, werden wir hier in der Vorlesung nicht weiter diskutieren. Wir gehen, wie ich angekündigt habe, wir konzentrieren uns vor allem auf diesen dritten sehr allgemeinen Spiegelstrich, also sehr allgemein anwendbaren Punkt, Konsistenztechniken. Das fängt ganz einfach an und wird beliebig kompliziert, aber wir stoppen es rechts, die Betrachtung rechtzeitig, bevor es beliebig kompliziert wird. Keine Sorge. So, hier steht der Satz, let us start with an example. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, dass hier ein Beispiel zu... Es ist natürlich schon ein Beispiel, aber es ist nicht das, was man normalerweise unter einem konkreten Beispiel versteht. Wir haben immer noch eine abstrakte Variable A mit einem bestimmten Wertebereich und eine abstrakte Variable B mit einem bestimmten Wertebereich. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Vortrag von einem Mathematiker gehört, der erstmal eine ganze Menge Theorie entwickelt hat und dann gesagt hat, so, jetzt kommen wir zu einem anschaulichen Beispiel, betrachten Sie den R hoch 7. Danke. Okay, also offensichtlich hatte er da eine höherdimensionale Anschauung im Kopf, Anschauungsmöglichkeit im Kopf als ich. Also es war kein Scherz, es war wirklich so. Und er war, ich glaube, er hat es auch nicht als Scherz gemeint. So, wir haben, es ist ein einfacher Fall, wir haben zwei Variablen mit Wertebereich, nee, Definitionsbereich, ja, mit Domänen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es analog eher zum Wertebereich oder analog zum Definitionsbereich, zu diesen, welchen dieser beiden Begriffe in der Mathematik das ist. Also rede ich hier von Domänen. Das ist die einzige Bedingung, a muss kleiner b sein. Und dann sehen wir schon, für eine ganze Menge von Werten in a, ganz konkret für die Werte 5, 6 und 7, die a annehmen kann, gibt es gar keinen Wert im Wertebereich, in der Domäne von b, sodass diese Bedingung a kleiner b erfüllt ist. Das heißt, wir können die Domäne von a von vornherein reduzieren auf 3 und 4 und aus demselben Grund die Domäne von B von vornherein reduzieren auf 4 und 5. Das sieht jetzt gekünstelt aus, dass das, natürlich ist das künstlich so gebastelt, dass das gerade so eine schöne Reduktion gibt, aber erinnern Sie sich an dieses dramatische Beispiel mit der Reduktion von mit den Servicestationen für die Bahn, ja? Was steckt da eigentlich dahinter? Das habe ich damals vielleicht nicht so thematisiert, wie ich es hätte tun können. Das will ich jetzt aber nochmal thematisieren. Was dahinter steckt, ist, wenn Sie ein Problem, eine Instanz gegeben haben aus der Praxis, riesengroß, dass Sie einen erschlägt, egal was es ist, egal ob es diese Service-Station-Geschichte ist oder irgendwas anderes, TSB oder sonst was, dann steckt typischerweise unglaublich viel Redundanz drin. Da ist unglaublich viel unwichtiges Zeugs drin. Was ihn nur unnötig Rechenzeit kostet. Denken Sie beispielsweise lineare Optimierungsprobleme oder lineare Gleichungssysteme. Wenn Sie sowas typischerweise aus der Praxis kriegen, also je nach Anwendungsgebiet, dann können Sie damit rechnen, dass der Rang dieser Matrix viel, viel kleiner ist als die Zeilen und die Spaltenzahl. In vielen Anwendungen ist das so, ja. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Sie unendlich viel Daten mit sich rumschlecken, die keine zusätzliche Information enthalten, die Sie letztendlich nicht betrachten müssen. Sie müssen es nur rauskriegen. Sie müssen nur diese Matrix dann kondensieren zu einer Matrix, die vollen Rang hat. Also denselben Rang wie vorher, nur entsprechend geringe Zeilen, Spaltenzahl. Oder zumindest eins von beiden. Und genau so müssen Sie das hier sehen, ja. Diese Technik, solche Techniken, haben vor allem ihren Wert und ihre gewaltige Power dann, wenn wir diese typische Situation haben, dass unendlich viel Datenmüll, aber nicht so richtig, also Sie können nicht einfach sagen, also diese Daten, diese Spalte in der Matrix ist Müll, die schmeiße ich raus. Das wäre zu einfach. Geht sogar teilweise einfach, weil Sie teilweise in Anwendungen sogar die Situation drin haben, dass Sie Nullspalten drin haben oder so. Die können Sie natürlich sofort rausschmeißen. Aber so einfach wird Ihnen das natürlich meistens nicht gemacht. Sie müssen die irgendwie rauskriegen. Und solche einfachen Techniken, ähnlich wie die einfachen, sehr, sehr einfachen Techniken bei den Servicestationen, solche einfachen Techniken helfen Ihnen häufig dramatisch, das Ganze zu reduzieren. Und da haben Sie dann Ihren großen Wert. Und weil das so häufig ist, haben Sie halt einen sehr großen praktischen Wert.
Okay. Wieder zurück zu den kleinen Details. Nachdem jetzt wieder eine große Rede gehalten wurde, kommen wir wieder zu den kleinen Details zurück. Zum Beispiel die Situation, dass A den Wert 4 annimmt und B den Wert 4 annimmt, ist damit noch nicht ausgeschlossen durch diese Reduktion der beiden Domänen, denn die Bedingung A kleiner B ist natürlich von 4 und 4, A gleich 4 und B gleich 4 nicht erfüllt. So, aber für jede Belegung von A, egal ob Sie A gleich 3 oder A gleich 4 wählen, wissen Sie, Sie finden eine entsprechende Belegung bei B, die diese Bedingung hier erfüllt. Das ist natürlich in der Praxis, in der Realität, Sie nehmen sich diese eine Bedingung her, aber das ist nur eine von Millionen oder von Tausenden von Bedingungen. Sie konzentrieren sich in dem Moment auf diese Bedingung, reduzieren damit die Domäne und dann geht es weiter. So ähnlich wie wir das bei den Servicestationen gemacht haben mit der Bahn. Sie konzentrieren sich auf einen, Sie schmeißen einen Zug raus und dann geht es weiter. Sie schmeißen einen Bahnhof raus und dann geht es weiter und so fort. So, das würde ich gern vielleicht nochmal ganz kurz überspringen und später nochmal drauf kommen. Node Consistency ist ein hochtrabendes Wort für eine Kleinigkeit. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe, dass ich damit niemandem, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, auf die Füße trete. Einfachstes Beispiel ist, Sie haben die Domäne einer Variablen x ist gleich 1 bis irgendein n, ist egal was. Ach, nehmen wir einen konkreten Wert, 1 bis 1000, und Sie haben die Bedingung 2x kleiner gleich 10. So, darf ein bisschen komplizierter sein als nur x kleiner gleich 5, aber ist natürlich Jacke wie Hose. Das heißt also, diese Bedingung ist nur erfüllt, und das ist Node Consistency, wenn x aus, was ist das dann, 1 bis 5 ist. Alle anderen Werte können Sie vergessen. Von vornherein. Node Consistency bedeutet, Sie haben eine unäre Bedingung, eine Bedingung, in der nur eine einzige Variable vorkommt. Dementsprechend R-Consistency bedeutet zwei Variablen. Und jetzt komme ich zurück zu der Folie, die ich eben übersprungen habe, und das wird dann auch unsere letzte für heute sein. Wenn Sie für jede, Sie stellen sich einfach mal für jede Variable einen Knoten vor in einem zusätzlichen konzeptionellen Hilfsgraphen, den wir einfach nur im Kopf haben, den wir nicht implementieren und auf dem wir keine Algorithmen laufen lassen und so weiter. Sie kennen das ja von mir. So, Node Consistency, das sind Bedingungen auf einzelnen Knoten. Arc Consistency, das sind Bedingungen auf Paaren von Knoten, die Sie dann sozusagen durch eine Kante darstellen können. Ja? Jede Bedingung, die genau zwei Variablen enthält, sowas wie zum Beispiel, nehmen wir doch mal sowas her, aus einem ganz anderen Kontext. Sie erinnern sich an diese Gleichung aus einem anderen Kontext. Sagt Ihnen diese Gleichung was? Bitte? Das ist die Kreisgleichung, die beschreibt die Menge aller Punkte auf dem Rand eines Kreises mit Radius R um den Ursprung. So, das ist eine binäre Bedingung. Das ist eine Konstante, R ist gegeben, und das sind zwei Variablenwerte. Das würde dann also eine Kante darstellen. Jetzt kann man das weiterspinnen, jetzt wird es ein bisschen schwieriger zu zeichnen, dass Sie diese drei Knoten in einer Bedingung drin haben. Ja, Sie können einfach die Kreisgleichung zu einer Kugelgleichung im R hoch 3 erweitern, um ein Beispiel dafür zu haben. Oft zeichnet man das dann so komisch,
mit solchen komischen, weiß nicht, wie man diese Gebilde nennen würde. Also Sie verstehen, was ich meine. Hier sollen so drei näherungsweise Kreisbögen sein oder was immer man da hinnimmt. Wird mit der Zeichnung schon ein bisschen schwieriger. Eine andere Möglichkeit der Visualisierung wäre die, auch nicht gerade übersichtlich, aber immerhin, es ist nun mal eine komplexe Information, die man da darstellen will. Dass Sie hier die Variablen hinsetzen, so untereinander, und dass Sie hier die Bedingungen hinsetzen, so irgendwie untereinander, und dass eine Kante besagt, dass diese Variable in dieser Bedingung vorkommt. Also die Variable kommt, das ist zum Beispiel eine binäre Variable, und das wäre dann eine ternäre Variable mit drei Variablen drin. Entschuldigung, eine binäre Bedingung, eine ternäre Bedingung und so weiter. Das ist einfach ein sprachlicher Rahmen, der diese Node Consistency, diese Arc Consistency, die wir jetzt eben besprochen haben, und jede höhere Art von Bedingungen einfach in einen gemeinsamen Rahmen hineinpasst. Sodass man also von diesen ganzen verschiedenen Dingen in uniformer Weise reden kann. So, damit sind wir für heute am Ende unserer Zeit. Ich möchte mich bedanken. Und wir sehen uns jetzt erst einmal eine ganze Weile nicht. Ne? Ich habe mir das gar nicht klar gemacht, dass die KW2 in 2013 ja auch vorlesungsfrei ist. Also, wenn mich nicht ein Student darauf hingewiesen hätte, dann wäre ich in KW2 am Dienstag und am Mittwoch in meiner ersten Vorlesung reingestolpert und hätte mich da wahrscheinlich gewundert. Okay, gut, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne Auszeit für diese Zeit. Ich weiß nicht, ob es eine Auszeit vom Studium für Sie ist, aber Sie werden sicherlich ein bisschen wenigstens Auszeit finden, wenigstens am 24. ab 18 Uhr und am 31. ab 23 Uhr werden Sie sicherlich Auszeit... Bitte? Ach so, ja, richtig. Sie erinnern sich, am 21. sollten Sie etwas vorsichtig sein, wenn Sie auf die Straße treten. Die Wettervorhersage für den 21. ist schon mal ein schlechtes Omen, habe ich jetzt. Meteoriten, das ist aber kein Teil der Wettervorhersage, oder? Gut, also, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Auszeit oder was auch immer Sie in dieser Zeit machen.